Dann wollen wir mal gucken. Montag, 5. Februar, 45, 23 Uhr. Und das macht, glaube ich, jetzt gleich Boom, oder? Beim Friedhof? Oh. The streets are crowded with patrols. I told the others to bring the munitions here. Möglich, ja. We must hide until things quiet down. Vielleicht ist ja auch der Priester derjenige, der in beide Richtungen gearbeitet hat. Nur noch ein bisschen. Oh, ich muss mich kurz verschnaufen. Ich bin so schnell gerannt, es fühlt sich an, als wären meine Lungen voll eingefroren. Ich hoffe, den anderen geht es gut. Liefer und die anderen sollten jeden Augenblick eintreffen. Ich habe ihnen gesagt, dass die Kirche ein sicheres Versteck wäre. Aber vielleicht bin ich als Erster hier. Wow. Um Himmels Willen. Das war die Explosion. Ein erneuter Angriff auf die Fabrik. Eine Bombe ist in der Maschinenhalle der Fabrik explodiert. Vielleicht ist der Wolfgang auch betroffen. Die Fabrik. Ich hätte mich mehr bemühen sollen, aber darüber darf ich mir jetzt keine Gedanken machen. Ich falle zu sehr auf, wenn ich hier draußen so einfach so im Dunkeln herumstehe. Ich muss hineingehen. Ich gucke erstmal, ob hier Dinge zu tun sind. Okay, da ist die Tür. Gefallenen Helden wieder. Ein Denkmal für die dänischen und deutschen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg als Wehrpflichtige der deutschen Armee gefallen sind. Alle Kerzen sind ausgegangen. Ich gehe mal auch hinten gucken, ne? Nicht vorne direkt durch die Tür. Oh, geht nicht. Das ist eine Schneedüne. Eine Wehe. Wehe, 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 wenn ich an das Ende sehe. Sobald ich drin bin, sollte ich in Sicherheit sein. Zumindest eine Zeit lang. Oder aber die Deutschen sind da. Es ist hier so ruhig. Oh, die Türen zum Glockenturm wurden aufgelassen. War schon jemand hier? Oh, oh. Oh, oh. Ich gehe trotzdem hier kurz gucken. Kisten. Einige davon wurden geöffnet. Was ist das alles? Stapelweise Lebensmittelkarten, Zigarettenschachteln. Diese Kisten sind voller Schmuggelware. Was machst du hier? Ah, nichts. Was machst du denn hier? Ich kümmere mich um meine eigenen verdammten Angelegenheiten, das mache ich. Jetzt beantworte die Frage. Mir wurde gesagt, die Kirche sei offen. Wer hat dir das erzählt? Der Pastor. Hat er das, ja? Also, du hast dir wirklich eine seltsame Zeit zum Beten ausgesucht. Das könnte ich zu dir auch sagen. An was genau richten sich deine Gebete hier hinten denn? Die Kisten oder die Stühle? An den einzigen Gott, der je etwas für mich getan hat. Die dänische Krone. Mensch, wer hätte das gedacht? Bin doch noch nicht mal in Flammen aufgegangen. So, du gehst dann vielleicht mal besser. Eine gute Seele wie du will mit all dem doch nichts sicher zu tun haben. Er ist der Schmuggler. Nichts, was ich noch nie gesehen hätte. Er sieht mich mit hochgezogener Augenbraue an. Tja, zumindest weiß ich, dass du nicht so dumm sein wirst, irgendwem mein Versteck zu verraten. Nicht bei allem, in das du verwickelt bist. Also, warum gehst du... Kacke, da kommt jemand. Was zum Teufel macht der denn hier? Hattest du nicht gesagt, hier wäre es sicher?
Entspann dich, ich bin aus demselben Grund wie ihr hier. Weniger Aufmerksamkeit. Na gut. Gerda, komm zu mir, wenn du mit dem Aufschneider hier fertig bist. Ein ganz giftiges Biest, oder? Ich fand nichts im Innern der Küche, wo er... Okay, ja. Ich kann es kaum erwarten, bis sie und der restliche Haufen endlich aus dem Gasthof verschwinden. Das Geschäft ist ein Albtraum. Ich muss ständig zum Markt gehen, wie dieser verdammte Reinhard. Weißt du, welchem Risiko diese Deppen meine Schwester aussetzen? Was ist mit dir und deinen Geschäften? Was glaubst du, warum ich versuche, meine Waren hier zu lagern? Meinst du, es gefällt mir, wenn die ganzen Soldaten bei uns vorbeikommen? Die sitzen direkt neben meinem ganzen Zeug. So, sie bekommt was ab, klar. Aber wenn die Gestapo an die Tür klopft, fragen die nicht, wem der Vorrat an geschmuggelten Benzin gehört. Dann nimm's auf dich, wenn was passiert. Du weißt, dass das nicht so einfach ist bei diesen Nazi-Schweinen. Ihr Motto ist erst schießen, dann fragen. Oder kampfunfähig machen und dann sehr viele, sehr unangenehme Fragen stellen. Hör mal, verrat mich einfach nicht an den alten Pastor, in Ordnung? Ich würde zumindest die üblen Sachen gern vom Gasthof fernhalten. Das Geschäft wird härter jetzt, da dein Freund, dieser deutsche Soldat, in der Stadt mitmischt. Wir sind keine Freunde. Ich höre, liefert er morgen auf dem Markt etwas an die Leute aus Kopenhagen. Das klingt so, als wäre da noch mehr Ärger garantiert. Aber vielleicht verlassen sie dann endlich die Stadt. Die sind wirklich gruselig. Wenigstens gehen morgen die Flüchtlingsfrau und ihr Kind. Morgen? Ja, die besteigen einen Zug. Sie gehen durch einen Kontrollpunkt, den die Nazis vor eurer Praxis eingerichtet haben. Auf Nimmerwiedersehen, sag ich da. Eine Sorge weniger. Esther, ich habe immer noch die Papiere, die Torben und ich ihr vorhin besorgt haben. Ich traue Nis weniger weit, als ich ihn werfen kann, was nicht viel heißt. Aber ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe, Esther zu treffen, bevor sie aufbricht. Gehst du heute Abend zurück zum Gasthof? Ja, wieso? Kannst du diese Papiere zu Esther und ihrer Tochter bringen? Was? Sehe ich etwa aus wie ein verdammter Postbote? Bitte, es ist wichtig. Na gut, wenn es meiner Schwester und mir hilft, sie schnell loszuwerden, ist es wohl was Gutes. Ich mach mich besser auf. Sei da draußen vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Auf Wiedersehen, Frau Larsen. Ich kann leider nicht hoch. Oh, schade. Halt. Oh, wir können hier schlafen, okay. Er sieht auf den Inhalt der Taschen. Das werden die Leute sicherlich bemerken. Seine Augen sind halb geschlossen. Er wirkt, als würde er jeden Moment einschlafen. Ich befürchte, wenn wir aufwachen, steht dann komplett die Nazi-Brut vor uns. Uff, was für ein aufregender Tag. Das ist dann wohl das Leben im Widerstand. Sind sie so bereit wie ich, sich aufs Ohr zu hauen? Oh, jetzt konnte ich mit ihr nicht mehr sprechen. Ah, doch. Sie prüft rigoros die Pistole in ihrer Hand. Das Metall des Laufs glänzt im dunklen Licht. In Ordnung, hör mir zu. Der Plan ist, dass wir uns hier für ein paar Stunden bis zum Sonnenaufgang bedeckt halten. Wenn es morgen wird und die Straße voller Leute sind, können wir unbemerkt rausgehen. Danach sollten Peter und du zum Gasthof zurückkehren und ich... Moment, warte mal. Sollten wir nicht darüber reden, was in der Fabrik passiert ist? Sie seufzt ungeduldig. Du warst dort. Du weißt, was passiert ist. Wir haben Westergarten seinen deutschen Freunden eine Botschaft geschickt. Und was noch wichtiger ist, wir haben unseren Verbündeten geholfen. Und wir haben jetzt den Sprengstoff, den wir für den Bahnhof morgen brauchen. Und zum Glück hat uns dieser Nazi-Offizier nicht gesehen. Wir wissen deine Hilfe bei der Mission heute Nacht zu schätzen. Du hast dich als richtiger Segen für unsere Sache erwiesen. Und morgen geht es dann ans Eingemachte. Wir müssen uns diesen Zug vorknöpfen, bevor er am Abend ausläuft. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Rüstungsgüter Deutschland erreichen. Wenn doch, wird der Krieg nur verlängert und mehr von unseren Kameraden verlieren das Leben. Was ist mit Anders? Es ist zu spät, ihn mit Munition aus dem Hauptquartier der Gestapo zu befreien. Wenn wir ihn retten wollen, muss es morgen am Bahnhof passieren. Sollten wir es nicht langsamer angehen? Wir können es uns nicht erlauben zu zögern, Gerda.
Wir müssen das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Tun wir das nicht, entkommen Leute wie Vestergaard ihrer gerechten Strafe. Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte wissen müssen, dass Arbeiter aus dem Konzentrationslager nicht unter seiner Würde sind. Das wird er büßen. Wir haben aber andere Sorgen. Ja, morgen ist Outlast, ja. Ist Sonntag. Jeder weitere Tag, den dieser Mann in seinem Blutgeld schwimmt, ist ein Tag zu viel. Jetzt versuch etwas zu schlafen. Ich übernehme die erste Wache. Sie sind voller Schimmelflecken. Wo haben sie die nur her? Ich bin so müde. Ich habe noch Dinge zu erledigen. Okay. Dann lass uns mal schauen. Pass auf, wir können nach draußen gehen, oder? Wieso, ist der Sonntag schlecht morgen, oder was? Also hier ist irgendwie gar nichts weiter. Also können wir uns ruhig hinlegen. Der Widerschein scheint bereit zu sein, mir bei Anders Rettung morgen am Bahnhof zu helfen. Ich hoffe, die bringen das nicht, nicht kaputt hier, den Bahnhof. Ne? Vertrauen Sie mir auch? Reinhard muss sich heute Nacht auch etwas Munition gesichert haben. Ich bin sicher, dass er Teil der anderen Gruppe war, die wir fast in der Fabrik getroffen hätten. Vielleicht ist er die bessere Option. Morgen muss ich mir die Zeit geschickt aufteilen. Ab jetzt zählt jede Sekunde. Frage ist, was Reinhard macht. Ist er vielleicht... auch pro, weißt du? We scurried through the night, avoiding German patrols, and found refuge inside the church. It was strange to find myself in that place with these particular companions. For all of their fighting prowess, they were just as vulnerable as me in this moment, shivering against the cold stone of our sanctuary. I could barely imagine how the countless refugees in this war had made do night after night. Auch so schlimm. Ja gut, Geburtstage feiere ich jetzt auch nicht in der Form. Ne? Aber seine alte Kirche war immer noch besser als eine Zelle der Gestapo und bald würden wir den Kampf zu ihnen tragen. Die arme Esther tat mir unendlich leid. Wie lange sind sie und Sophia schon von Zuflucht zu Zuflucht gezogen, ohne sich hier entspannen oder ausruhen zu können. Manchmal im Leben haben wir das Glück, uns unsere Reisegefährten aussuchen zu können. Ich hoffe, dass ich bei meinen ein glückliches Händchen gehabt habe. Nein, Mitgefühl. My heart ached for Esther. How long had she and Sophia moved from haven to haven, never getting a proper chance to rest? Dienstag, 6. Februar, 11 Uhr. Und noch drei Ziele. Ach du Gott. Mr. Vestergaard says he has no power over the Gestapo. But surely he or Margit can somehow help me break Anders out at the station. Das ist jetzt eine gute Frage. Esther is trying to escape by train towards Sweden. She might need my help to get past the new checkpoints in town. Peter will be busy preparing for tonight's mission. I'm sure he wishes to save Anders, but perhaps I need to make sure that we're on the same page. Okay, ich glaube, wir können zwei von diesen drei Punkten machen. Ich würde wahrscheinlich hier erstmal noch rausfinden wollen, die Umtriebe von Vestergaard sind noch nicht 1:1 gesichert geklärt. Mr. Vestergaard says... Ach, Vera ist ja wieder da, ne? Sie müssen mir helfen, oder? Vera kommt. Frau Larsen! Darf ich reinkommen? Natürlich! Ich fürchte, Fräulein Margit geht es nicht besonders. Wo
ist sie? Oh Gott, Wolfgang ist verletzt oder tot. In ihrem Zimmer, das arme Ding. Oh oh. Können wir... Ich sollte nach Margit sehen, okay. Oh oh. Ich glaube, Wolfgang. Wir dürfen da nichts verraten. Das... Oh oh. Ein leises, raschelndes Geräusch ist dahinter zu hören. Sie weint. Sie schluchzt leise. Oh, Gerda, bist du es? Tut mir leid, ich muss ja furchtbar aussehen. Sie zuckt weiter von Schmerz zusammen. Ist irgendwas? Margit, bist du verletzt? Oh, das... Es ist nichts. Wer hat dir das angetan? Ich war gestern auf dem Markt und da waren einige Leute, die nicht... Sie haben mich angeschrien, beschimpft und allerlei Sachen geworfen. Nur wegen Wolfgang und mir. Kannst du dir das vorstellen? Ich wusste nicht, dass unsere Nachbarn so grausam sein können. Oh, bitte, gerade. Gerda, ich möchte jetzt nicht darüber reden. Ach so, ich will es nur vergessen. Margit wurde verprügelt. Sie wurde von einer Gruppe wütender Dänen belästigt. Ihre Augen sind rot und geschwollen. Sie muss seit Stunden geweint haben. Hör zu, Margit, ich... Was war das? Oh nein, was geht da draußen vor sich? Oh Gott. Steine geworfen oder Molotows? Oh nein, arme Vera. Gerda, komm schnell. Ich weiß nicht. Was ist hier passiert? Sie liegt auf dem Boden, ihre Kopfbedeckung hängt leicht schräg. Geht es ihr gut? Sie muss gekommen sein, um dem Lärm auf den Grund zu gehen. Wenigstens atmet sie noch. Scheint, als hätte ein Landstreicher einen Ziegelstein durch unser Fenster geworfen und das Haus betreten. Meinst du, jemand ist bei uns hier drin? Wir sollten die Polizei rufen. Lassen Sie es. Ich wollte nur sicherstellen, dass Sie alle hier sind. Sie sind zu weit gegangen, alter Mann. Wollen Sie mich jetzt erschießen? Nehmen Sie mir einen guten Grund, es nicht zu tun. Gerda, ich bin enttäuscht, dich bei diesen Leuten zu sehen. Ich dachte, du wärst besser als das. Aber ich mache es schnell. Einen Moment. Reden wir darüber wie zivilisierte Menschen, ja? Nun, ich hoffe sehr, Ihnen hat Ihr kleiner Streifzug in meiner Fabrik gestern Abend gefallen. Sie haben nichts anderes verdient. Ah, aber was ist mit meinen Arbeiten? Arbeitern. Ihre Aktionen haben viel Kollateralschäden verursacht. Tun Sie nicht so, als legen Ihnen Ihre Arbeit am Herzen. Wenn es so wäre, hätten Sie dieses Geschäft im Süden nicht. Worüber reden Sie? Margit, nicht wahr? Ich frage mich, ob Sie wissen, was Ihr Vater gemacht hat. Sagen Sie, Herr Westergaard, mussten Sie unbedingt so weit gehen, Arbeit aus dem Konzentrationslager zu beschäftigen? Was? In Deutschland? Ihr Vater ist Mehrheitseigner einer Firma, die mit Arbeitern aus dem Konzentrationslager kriegswichtige Waren produziert. Besser, Sie arbeiten in meiner Fabrik als irgendwo anders. Würden Sie mir da nicht zustimmen, Frau Larsen? Das ist das, wovon ich vorhin gesprochen habe. Was ist, wenn das eine Form ist, die Leute eben halt in Gänsefüßchen zu schützen? Oder irgendwie noch einen Teil dazu beizutragen? Wobei er produziert trotzdem für die Deutschen. Wie war das mit dieser Liste und diesem Film? So ungefähr. Ist ein Bauchgefühl, aber... Verstehst du, was ich meine? Ich meine, er kauft das, die Grundstücke ab. Jetzt kann man das sehen natürlich aus reiner Gier oder aber damit sie in dänischer Hand bleiben. Er gibt den Arbeitern Brot, um was zu essen, einen und dann. Ja, natürlich verdient er auch daran. Darum geht es jetzt an der Stelle gar nicht. Was ist, wenn das andere genauso ist?
Was ist, wenn er deswegen seine Tochter aus den Büchern rausgezogen hat, damit er da irgendwas tun kann? Wir haben eine sehr, sehr hohe Reputation bei Liva. Ich würde jetzt für Westergaard erstmal sprechen. Ich weiß nicht, ich habe so ein Bauchgefühl. Da ist etwas Wahres dran. Durch ihre Fähigkeit, das zu erkennen, sind sie ihre radikalen Freunde zwei Schritte voraus. Ich habe sie lange genug plappern lassen, es wird Zeit, das hier zu beenden. Und ich dachte, sie wüssten die Informationen zu schätzen, mit denen ich ihre Leute versorgt habe. Was? Na, was glauben Sie denn, wer dafür gesorgt hat, dass Sie wussten, dass die deutschen Munition in der Fabrik lagern, hä? Sie? Sie haben uns geholfen, Ihre eigene Fabrik anzugreifen? Was kümmert es mich, wenn Sie deutsche Waren nehmen, hä? Obwohl ich mir wünschen würde, es wäre weniger explosiv zugegangen. Eine kleine Unannehmlichkeit für mich, aber für die Arbeiter? Nun, für die war es wohl kaum eine Solidaritätsbekundung. Von allen Leuten, die uns helfen konnten? Ich? Sie sind trotzdem ein korrupter, elitärer Mann, der von der Sklavenarbeit in Konzentrationslagern profitiert. Ich werde sie erschießen. Nun, ich dachte mir schon, dass sie nicht nur gekommen sind, um meine Haushälterin anzugreifen, obwohl ich sie warnen sollte. Was glauben Sie, was mit den knapp 300 jüdischen Gefangenen passiert, die für meine Firma arbeiten, wenn es die Firma nicht mehr gibt? Er greift langsam in seine Brusttasche. Livas Pistole folgt dabei jede Bewegung und holt einen getippten Brief heraus. Wenn sie kein Deutsch verstehen kann, die liebe Gerda, kann die liebe Gerda es ihnen vielleicht übersetzen. Der Kommandant des Lagers will diese Gefangenen unbedingt loswerden. Ich nehme an, Sie wissen, wie die Deutschen ihre Gefangenen loswerden. Und wenn mir irgendetwas zustoßen sollte, nun, Sie könnten die Pistole genauso gut auf Sie richten. Nun, genau wie gestern bin ich mit Ihrer explosiven Pläne für heute bewusst. Was? Wie? Als geschickte Anführerin, die Leute motivieren kann, dachte ich, dass sie dieselben Fähigkeiten noch bei mir schätzen würden. Ungeachtet ihres Mangels an Respekt vor mir, werde ich erneut ihr kleines Unterfangen respektieren und wieder einmal unterstützen. Heute Abend werden Wachen abberufen, um die Fabrik zu schützen. Dadurch sind andere Posten unbemannt. Posten, an denen sie sich vielleicht aufhalten. Also, was soll's sein, Freiheitskämpferin? Drücken Sie den Abzug und verdammen die Leute, die Ihnen hier folgen, sowie hunderte Unschuldige in Deutschland? Oder benehmen Sie sich wie eine erwachsene Frau? Sie Bastard! Sich hinter den Leben Unschuldiger zu verstecken, haben Sie kein Schamgefühl? Gott verdammt, für so etwas habe ich keine Zeit. Sie glauben, Sie würden mit all dem durchkommen? Da wäre ich mir nicht so sicher. Westergaard war einverstanden, dem Widerstand zu helfen, indem er dafür sorgt, dass heute Nacht weniger Wachen am Bahnhof postiert sind. Eine Schande, das mit dem Fenster. Glauben Sie nicht, ich hätte Sie vergessen, liebe Frau Larsen. Ich weiß, Sie wollen Anders retten. Hier nehmen Sie das. Das könnte nützlich sein. Aber Vater, woher wusstest du, dass du diesen Brief brauchen würdest? Wusstest du wirklich, dass sie kommen würde? Das Bild passt nicht dazu oder die Texte sind verkehrt. Das war unglaublich. Ein guter Verhandler besiegelt ein Geschäft, bevor er sich an den Verhandlungstisch setzt. Nun, wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss ein paar Anrufe tätigen. Oh, Gerda. Ich hätte nie gedacht, dass Vater mit etwas so Furchtbarem wie Konzentrationslagern zu tun hat. Ich brauche etwas Zeit für mich, um nachzudenken. Ich weiß nicht, was du wegen Anders tun kannst, Erdgerda, aber ich hoffe, du kriegst ihn zurück. Vera, oh Gott sei Dank, sie scheint aufzuwachen. Du solltest besser verschwinden, bevor sie es tut. Sonst werden wir uns das nie verzeihen. Alter! The war brought out the best in some and the worst in others. Westergaard had always been ambitious. But his greed pushed him further and further into collaboration. It's true that he directed some of his wealth and power towards helping those in need, even towards the resistance. But were these token gestures enough to make up for the harm he'd done? Was I wrong to accept his help? Man kann sich nicht einfach von seinen Sünden freikaufen. Für alles, was er getan hat, Westergaard eine Strafe verdient, ja. Westergaard wurde nicht als Monster geboren, auf seine eigene Art tat er unter den gegebenen Umständen alles, was er konnte? Vielleicht auch, ja. Es gibt keine einfache Moralentscheidung in einem Krieg. Alle machen sich die Hände schmutzig, aber wir müssen alles tun, um zu verhindern, dass sich der Schmutz zu weit ausbreitet.
kann es nicht ein Satz sein hier? Ja, er hat eine Strafe verdient. Und ja, aber auch, er hat probiert, eben halt Dinge zu tun. Ich glaube nicht, dass es leere Gesten sind. Ja, das ist Überlebenswille auf der einen Seite, natürlich der Reichtum, den er sich aufgebaut hat, auf der anderen Seite. Ne? Er spielt halt oben mit, er wird benutzt und er benutzt andere, logischerweise, um seine Interessen zu vertreten. Mitgefühl. Vestergaard wasn't born a monster. In his own way, he was doing the best he could with the situation at hand. Jetzt haben wir wieder Mitgefühl.